Herzlich willkommen YouTube und so, willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Ich habe gerade noch ein bisschen schnell die Flaschenproduktion improvisiert. Ich habe dann halt nur die Granatenfabrik eben schnell hingesetzt, so wie es steht. Und die Mauern hier einfach nur hochgebracht, dass die hier hochgezogen werden. Und dann einfach improvisiert hier ein paar Fläschchen gebaut. Damit wir nämlich Munition verbessern können. Wir haben nämlich das Problem, dass wir nämlich nicht genug Schaden machen. Plus 20% Kugelschaden, denn sonst kommen die Aliens bald durch und dann haben wir ein Problem. Also die Beiß ab. Damit wir eine endgültige Lösung haben, das ist eigentlich nur kurzfristige Lösung, das mit den Forschen hier. Mich beeilen. Wir brauchen nämlich rote Schaltkreise. Und wir brauchen auch unsere Schmiermittelzug, ne? Fuck. Ich bin doch schon auf dem Weg. Kinder. Blöb, 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 blöb. Ich hoffe, ich habe genug Material mit, um alles zu ersetzen, ey. Oh. Schon brutal. Das heißt, sie sind hier durchgekommen. Noch eine? Nö. Aber falls sie hier noch mal durchkommen, will ich lieber vorgesorgt sein. Ja, das ist klar, wegen hier ist gleich Ende. Das habe ich einfach nur eben hingesetzt, damit das da weitergeht. So, ich hatte nur noch welche, ne? So. Zack. Und Reparatur. Ich habe noch Lichter, da habe ich noch ein Licht. Und da habe ich noch ein Licht. Wollen hier unbedingt durch, das ist die Sache, ne? Das ist brutal.
Ganz schön heftig, wie die hier abgehen. So, wir brauchen ganz dringend Roboter. Um rote Schaltkreise zu bauen, brauchen wir Geld, brauchen wir Kupfer und grüne Schaltkreise. Und für grüne Schaltkreise brauchen wir das. Schmiermittel haben wir auch. Brauchen wir ja für die Drohnen, ne? Elektromotoren. Das ist ja nicht das Problem. Motoren eigentlich auch nicht. Nur ich muss langsam Gas geben. Wegen die Ecke da oben ist schon stark beschädigt. Müsste da eigentlich hoch. Dann gehe ich doch da hoch. Bin zu Fuß, ist doch nicht weit weg. So, jetzt mal hier reparieren. So. Da haben wir eine Ecke mit Geschütztürmen. So, dann schießen sie hier gleich erstmal sofort auf. Die Ecke haben wir ein bisschen verstärkt. So. Hier haben wir jetzt auch ein bisschen verstärkt. Da brauche ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Okay. Auch dringend Drohnen, die es reparieren. Sagen, die Kiste ist doch noch nicht leer, ne?
Geschütze hier, ne? Dieser Bunker, ne? Oh Mann, dann kümmern wir uns jetzt mal langsam. Kann ich eine Kupfermine erschließen, oder? Kupfer ist ja auch bald vorbei, ne? So, Schmelzofen. Kann ich den denn schon bald bauen? Ich laufe gerade zurück. Komme ich denn zu der Ehre? Dann laufe ich halt. Brauchen kleine Fabriken, ne? Und hier ist auch schon bald alles hinüber, ey. Oh Mann, wir müssen uns echt beeilen. Kupfer geht uns nämlich auch aus. Muss ich schnell eben eine Kupferschmelze bauen. Kupferschmelze, das ist glaube ich nie eine Idee. Dachte unsere Munition mehr Schaden, das ist schon mal gut. Bauen wir jetzt eine Kupferschmelze. Kleine dahin. Zapfen das Kupferfeld da oben an. Neue Öfen. Für neue Öfen? Nö. Ich habe doch irgendwo eine Produktion, ne? Ja, da. Könnte reichen. So, kopieren wir uns das Ganze mal eben. Setzen das ganze Ding mal dahin. Ist falsch. So. So sitzt richtig. Stein, Stein, Stein. Kupfer, 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 haben wir das? Gas geben. Wir müssen neue Fabriken ein bisschen bauen. Sonst machen uns die Beißer fertig. Kriegen
wenn sie da unsere Mine überrennen, wäre ein Arsch. So, dann haben wir da schon mal Kohle drin. Brauchen wir Greifer, ne? Greifer und Miner. Greifer. Oh, und Stack Miner. Miner, Miner, Miner. Alles Miner hier leer. Das ist so eine Minerfabrik, ne? Das ist halb so wild. Aber wo kommt das Nest her? Die sammeln sich da, ne? Und dann kommen sie da runter. Warum? Weil die Kohle so viel ausstößt? Ja. Deswegen. Kohle ist einfach nur provisorisch geschützt, das ist ein Problem. Da habe ich Strommasten nicht genug dabei. Weil ich Hochöfen habe, reißt die ganze Scheiße ja schon wieder ab, ne? Darf ich mir ja gar nicht überlegen. Und der große Strommast. So, da ist die ganze Kohle jetzt drin. So, Greifer brauche ich jetzt nicht, aber Strommasten, ne? Sind ja da hinten. Überlandleitungen reichen. Das reicht auch. Und dann eben Kupfererze erschließen und runterziehen. Es ist nicht viel, aber es muss für den Anfang reichen. Wie gesagt, es muss reichen.
Gucken, wie sieht das aus, wenn das in Betrieb geht? Recht einbellt. Locker. Eins. Natürlich. Soll es doch noch anders sein? Natürlich fehlt das Material. Kohlemine ist weg. Wow, Eisenerz. Gegenstand und keine Ader. Oh Mann. Das läuft ja genau hier nebenher, ne? So, und das kann direkt hier reingefeuert werden und dann kann es auch direkt losgehen. Ja, das geht auch. Und genug drunter. So, wird das schnell abgebaut? Bauen wir hier jetzt eine kleine Fabrik hin? Die nur grüne Schaltkreise baut. So, wir müssen noch ein bisschen Materialien holen. Reifer brauchen wir auch wieder. Rote brauchen wir nicht. Runden haben wir, Splitter haben wir, Strom haben wir. Schön weiter Munition forschen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, euer Possi.